Wie macht man aus einem dicken Roman, einem Mittelalter-Schinken, den außerdem fast jeder schon kennt, ein gelungenes Videospiel? Das wollen wir uns zusammen hier mal anschauen. Bei Ken Follett's Die Säulen der Erde, der Roman-Weltbestseller, umgesetzt als Videospiel, erscheint am 15. August. Und das hier in diesem Preview-Let's Play, das, was ich euch hier zeige, das ist die Presse-Review-Version, den Entwickler Daedalic mir zur Verfügung gestellt hat. Für euch. In der ersten Folge hatten wir erlebt, wie im Prolog der Geschichte in einem bitterkalten, verschneiten Wald der Baumeister Tom Bilder und seine Familie von der Kälte überrascht wurden und davon, dass seine Frau ein Kind zur Welt gebracht hat. Hochschwanger war sie, es kam früh und sie starb bei der Geburt. Ganz, ganz trauriges Ereignis. Jetzt wechseln wir den Protagonisten und sind mit diesem Geistlichen hier unterwegs, mit Philipp, der nach Kingsbridge kommt, der Stadt, die wir im Hintergrund sehen, und den Prior sucht, aber eben erfahren hat von einem jungen Burschen, der hier diese Brücke bewacht und versuchte, Wegezoll zu erheben im Auftrag des Klosters. Von ihm hat er erfahren, der Teufel sei nach Kingsbridge gekommen. Was das wohl bedeutet, da müssen wir wohl selber mal nachschauen gehen. Das ist der Ort Kingsbridge. Wir nähern uns allmählich dem Kloster auf der rechten Seite. Noch ein gutes Stück weit weg vom Ort und links das Dorf von Kingsbridge, das fast verlassen ist. Was ist hier los? Hallo? Hinter einem Fenster hat sich etwas bewegt. Aber die meisten Häuser stehen leer. Gibt es hier irgendwo einen Ort, den wir aufsuchen können, dass wir in Erfahrung bringen können, was hier passiert ist? Shiring, die Hauptstadt oder die Grafschaft, das ist nur ein gutes Stück entfernt. Das hier ist das Kloster auf dem Weg dorthin und das nahegelegene Dorf. Ein Gebäude bei den Feldern, da können wir auch nochmal die Szenerie wechseln. Wir könnten auch wieder zurück in den Süden laufen. Aber wir beschreiten mal den direkten Weg zum Gotteshaus. Was für einen heruntergekommenen Zustand ist das Gebäude. Alles voller Schutt. Vor 4 Jahren gab es hier einen Blitzeinschlag und auch die Moral liegt in Trümmern. Die einzige Kathedrale in der ganzen Grafschaft Shiring steht hier und ist noch weit weg von allen Städten, wo die Menschen leben. Kein Wunder, dass da nur an Feiertagen Besuch vorbeikommt. Ein Pferd? Ein prächtiges Pferd? Anscheinend ist ein hochgestellter Gast hier zu Besuch, vielleicht ein Edelmann. Aus den Stallungen stinkt es erbärmlich. Anscheinend wird er nicht ausgemistet. Überhaupt alles hier ist ein Saustall, stellt Philipp fest. Was sagt ihm das Wort Gottes, die Heilige Bibel, zum Zustand der Kathedrale? Wer also das Gute tun kann und es nicht tut, der sündigt. In der Tat. Wascht euch! Reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Der Gerechte sorgt für das Wohl seiner Tiere. Ein Gästehaus gibt es hier auch. Wenigstens ist das in einem halbwegs anständigen Zustand. Und Gastfreundschaft ist doch eine Tugend, nicht nur in der Bibel, in allen Religionen, in allen Kulturen, auf der ganzen weiten Welt. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben, denn durch sie haben einige ungeahnt Engel beherbergt. Lass uns mal die Kathedrale betreten und schauen, was uns da drinnen erwartet. Warum ist hier abgeschlossen? Vielleicht ist der Seiteneingang offen. Wo finden wir ihn? Tür zum Kreuzgang, Küchentür, das sind mögliche andere Eingänge.
überraschen oft hier. Milius und Cuthbert, zwei alte Freunde von ihm, die ja in der Priorei geblieben sind. Das ist der Kreuzgang neben der eigentlichen Kathedrale, wo die Geistlichen flanieren und meditieren und beten. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, da geschah ein großes Erdbeben. Die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack. Und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Da geht es zum Kapitelhaus, da zum Friedhof, links ging es zurück. Aber die Stimmen, die scheinen doch von da hinten zu kommen. Das ist der Seiteneingang in die Kathedrale. Hier sollten wir reinfinden. Was für ein düsterer Raum. Du sollst dich nicht fürchten vor dem Schrecken der Nacht, noch vor der Pest, die im Finstern wandelt. Der Pest, die mit dem Blitz kam, der unsere Kathedrale vor 4 Jahren traf. Habt ihr seitdem nicht alle ihre Gegenwart gespürt? James tat es, und ich tue es auch. Aber der Herr spricht, weil er mit ganzer Liebe an mir hängt, darum will ich ihn erretten. Unser geliebter Prior James hat sein Leben lang dem Herrn gedient. Er wird ihn von der Finsternis erretten, von dieser dunklen Erde. Prior James? Philip. Francis. Schweigt still! Viele Jahre war James unser Prior. Ich gelobe nach der baldigen Wahl, die Priorei von Kingsbridge mit ebenso fester Hand zu leiten. Amen. Der Prior ist gestorben. Und man kann schon erahnen, der Kampf um die Nachfolge abbrennt. Er wird bald entbrennen, auch in einem Gotteshaus in geistlichen Kreisen. Philipp, gibt es weltliche Gelüste? Ich habe deinem Bruder ja gesagt, du würdest ein Neujahr hierher kommen. Ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Ich war auf dem Rückweg nach Gloucester und wollte dich sehen. Ein Priester in der Welt der Politik. Du musst uns alles darüber erzählen, Francis. Natürlich. Und sein Bruder ist jetzt schon Prior? Seit wann? 2 Jahren? Seit 4 Jahren, Cuthbert. Ah ja. Wie stehen die Dinge in St. John in the Forest, Philip? Unsere kleine Zelle ist glücklich und gesund. Glücklich und gesund. Dank deines Bruders, Francis, gedeiht St. John in the Forest. Seine Novizen sind gehorsam, seine Mönche bescheiden und fromm, während unsere Priorei in beklagenswertem Zustand ist. James hat getan, was in seiner Macht stand. Das weißt du. Es ist nicht seine Schuld. Und sie machen in St. John auch einen großartigen Käse. Komm nachher bei uns in der Küche vorbei, ja? Seine alten Freunde auf der linken Seite, sein Bruder auf der rechten Seite, der in die Politik Bruder gegangen Cuthbert ist. Cuthbert wirkte ziemlich verstört. Das sind wir alle. Die Art, wie James gestorben ist, war unheimlich. Ist mittlerweile Priorei des kleinen Ablegers St. John in the Forest. Unheimlich? Wie ist Prior James gestorben?
Vor 7 Tagen fand Bruder Remigius seine Kammer leer vor. Wir haben alle nach ihm gesucht. Stundenlang. Dann fanden wir seine Fußstapfen an der Brücke und ein Loch im Eis. Oh nein. Früh am Morgen des ersten Weihnachtstages muss er auf den Fluss hinausgegangen sein. Wir haben seine Leiche nie gefunden. Der Fluss hat ihn mitgerissen. Und es war kalt. Ich werde für James beten. Komm zu mir, wenn du Zeit hast, Philipp. Du findest mich in der Kathedrale. Und ich sollte nachsehen, wie es Bruder Cuthbert geht. Es ist gut, dich zu sehen, Philipp. Vielleicht wenden sich die Dinge doch noch zum Guten, wenn wir erst einen neuen Prior gewählt haben. Hoffentlich. Ich komme später in der Küche vorbei, Milius. Was macht sein Bruder hier? Also, was meinst du, bedeutet es? Keine Ahnung. Es gibt keinen Grund, uns für bloßes Fragen zu bestrafen. Wenigstens war es nicht Remigius, der uns bestraft hat. Bruder Markus sagte, er würde jetzt jede Woche gezüchtigt. Gestern habe ich gesehen, wie er geweint hat. Er hat geweint? Eine weitere Tracht Prügel von Remigius. Und er haut ab. Das glaube ich nicht. Was für... Hast du je daran gedacht, abzuhauen? Ja, sicher. Wer hat das nicht? Aber ich werde nicht gezüchtigt. Und hat Vater Unser zu beten, ist keine so strenge Bestrafung. Aber es ist ungerecht. Keine guten Zustände hier. Du auch? Ich bleibe auch. Schließlich sind wir Brüder. Markus ist auch unser Bruder. Ich weiß. Darum tut er mir ja auch leid. Remigius ist auch unser Bruder. Er ist der Subprior. Wir sind nur Novizen. Ich finde, wir sollten alle gleich und uns gutgesinnt sein. Lass uns gleich und uns gutgesinnt bleiben, du und ich. Was auch geschieht. Wir halten mal ein direktes Gespräch mit ihm. Was können die beiden Novizen uns sagen? Warum geht es hier diesem Gotteshaus so schlecht? Warum wollen sie weggehen? Wir haben schon gehört, dass hier Gewalt herrscht, dass junge Mönche, die gefehlt haben oder vermeintlich gefehlt haben, dass sie gezüchtigt werden, dass sich andere selber geißeln und dass dieser Bruder Remigius, der Mann, der darauf hofft, selber hier Prior zu werden, nach dem Ableben des Vorgängers, dass der möglicherweise ein Schreckensregime führt. Wir wollen sie nicht tadeln, wir wollen von ihnen ein offenes Wort hören und erfahren, was hier eigentlich los ist. Wir waren länger unterwegs. Philipp hat diese Außenstelle, Saint-Jean in the Forest, unter seiner Befehlsgewalt und hat da dafür gesorgt, dass die Zustände dort viel lebenswerter sind, dass dort gut gewirtschaftet wird, dass dieser, ihr habt es gehört, unglaublich leckere und damit auch gottgefällige Käse dort produziert wird, während hier in der eigentlichen Priorei in Kingsbridge selber furchtbare Zustände herrschen. Ihr seht aus, als wolltet ihr mich etwas fragen. Du bist Philipp von Gwynedd? Ja. Aber für euch bin ich Bruder Philipp. Siehst du, ich hab dir gesagt, wir können ihn ansprechen. Ja, aber jetzt frag ihn. Warum fragst du ihn nicht? Ich habe schon Bruder Andrew gefragt. Was für Schwätzer. Das zählt nicht. Er wollte nicht antworten. Natürlich zählt das. Er hat es mir übel genommen. Wenn ihr mir versprecht, ab jetzt leiser zu reden. Oh, natürlich. Ja. Versprochen. Bruder Milius hat gesagt, du kennst dich gut in der Bibel aus. Was ist mit Gottes Tempel gemeint? Bruder Andrew wollte uns nichts dazu sagen. Es muss ein Ort sein. Eine Kathedrale. Das war bestimmt, was der Gastmeister gemeint hat. Wenn man einer Kathedrale etwas antut, ist das eine Sünde. Andrew wollte euch nichts sagen? Warum? Er hat es uns sehr übel genommen. Wir mussten 150 Mal das Vaterunser beten. Jeder von uns ist Gottes Tempel, denn er hat uns erschaffen.
Der Gastmeister sagte, Prior James habe Gottes Tempel zerstört. Und dass er zur Hölle fahren würde. Ui, aber ist er tatsächlich... Wir wissen es doch noch gar nicht. War er ein Selbstmörder? Oder war er keiner? Ihr habt es vielleicht gesehen, als wir diesen Ort hier erstmals betreten haben. Als wir am Fluss waren, da war ein Loch im Eis. Das Eis war dünn. Und dort wurden ja auch Fische gefangen. Stimmt, der hat dort Fische gefangen, der junge Mann. Das heißt, vielleicht hat er ein Loch in das Eis gehackt. Und dann ist im Morgengrauen, als der Prior James dort entlang gegangen ist, hat er vielleicht das Loch nicht entdeckt und ist unter Eis geglitten und in den Tod. Prior James hat keinen Selbstmord begangen. Aber keiner hat ihn in der Nacht gesehen. Keiner weiß, was passiert ist. Gott weiß es. Gott weiß, warum er aufs Eis hinausgelaufen ist. Es heißt, der Teufel hätte ihn verfolgt. Sag nicht seinen Namen. Ich habe viele tapfere Männer fliehen sehen, aus vielen Gründen. Aber den Teufel habe ich nie gesehen. Also sollten wir ihm keinen Raum geben, weder hier noch in unserem Herzen. Meint ihr nicht auch? Ja, Bruder Philipp. Danke, Bruder Philipp. Puh. Da wollen wir mal schauen, wo wir Francis treffen. Das war, was hat er gesagt, er geht zum Beten. Nochmal in die Kathedrale, vermutlich. Also nochmal, wir sind alle Gottes Tempel. Da ist er. Zumindest ein Bruder, der ihm nahe steht. Kleine Unterschiede sind schon zu vermerken. Der eine trägt eine Tonsur, der andere dagegen Pläne im Herzen. Francis, du wirkst bekümmert. Du konntest schon immer meine Gedanken lesen. Du bist wie ein offenes Buch für mich, kleiner Bruder. Es ist gut, dich endlich wiederzusehen, Philipp. König Heinrich ist tot. Ich weiß. Die Nachricht traf kurz vor meiner Abreise in St. John ein. Erst der König und nun Prior James. Das geht ein bisschen sehr rasch. Der Teufel nach Kingsbridge gekommen, klingt eher nach Aberglaube als nach wahrer christlicher Lehre. Gott hat einen Plan. Das weiß ich, aber König Heinrichs Tod hat in der Politik für gewaltigen Aufruhr gesorgt. Dunkle Zeiten stehen bevor. Es wird Krieg geben. Dokumente. Die Notizen von Francis über den verstorbenen König Heinrich, Kaiserin Mathilde und König Stefan auch in der Art Handlung zusammenzufassen. Wollen wir uns das mal ganz schnell anschauen, damit wir überhaupt kapieren, worum es geht. Ich denke schon. Viele Jahre wurde König Heinrich ein Thronfolger verwehrt. Einige seiner Verwandten sind 1120 ertrunken, auf einer Reise den englischen Kanal zu überqueren. Letztendlich gebar seine Tochter Mathilde einen Sohn. Es war Heinrichs letzter Wunsch, dass sein Enkel seine Regentschaft als Heinrich II. Fortsetzen würde, sobald er eines fähigen Alters sei. Bis zu diesem Tage sollte seine Mutter, die Tochter des Königs, das Land stellvertretend regieren. Obgleich sie die rechtmäßige Erbin des Thrones ist, ist Kaiserin Mathilde unbeliebt. Der Grund ist ihr Ehebund zu Geoffrey von Anjou, ein Dorn im Auge unserer normannischen Oberherren. Die Grafschaft Anjou und das Herzogtum Normandie sind seit schon langer Zeit rivalisierende Gebiete.
Eine Rivalität, die androht, zu einem Krieg auszubrechen, der hier vor Ort ausgetragen wird in England. Mathildes Cousin, Stefan von Blois, ist bereits aus der Normandie über den Kanal angereist und hat den Thron gewaltsam an sich gerissen. Das sind in der Tat Intrigen. Einmischen oder den weltlichen Dingen ihren Lauf lassen? Philipp ist ein eher konservativer Mann. Er glaubt eher daran, dass man die Dinge gut ordnen, solide wirtschaften muss und dass Gott dann schon für alle sorgt. Aber er hat auch gesehen, in was für einem furchtbaren Zustand die Kathedrale ist, und vielleicht hat er dann auch ein offenes Herz und Neugierde für die Belange der Politik. Schwer zu sagen. Wenn wir nur das ganze Leid lindern könnten. Vielleicht können wir das. Ich bin nicht nur gekommen, um dich zu sehen. Ich soll nach einem Boten meines Herrn, Graf Robert, Ausschau halten. Hier? In Kingsbridge? Es heißt, er sei vor 2 Wochen nach Kingsbridge aufgebrochen. Der Ritter trug ein geheimes Dokument bei sich, das den Lauf der Geschichte verändern könnte. Die Menschen vertrauen dir. Vielleicht wissen die Mönche hier etwas. Wir werden ihn finden. Ach ja, noch eins. Niemand darf wissen, warum wir nach dem Ritter suchen. Das ist die Quest, die wir uns jetzt stellen werden. Wir müssen diesen vermissten Ritter finden oder zumindest eine sichere Kunde über sein Verbleiben. Wo werden wir ihn finden? Lass uns zunächst einmal James Grab besuchen, das natürlich leer steht. Sein Leichnam wurde ja nie entdeckt. Wie auch immer, wir werden jetzt erst einmal durch den Ort hindurchlaufen, ihn erkunden, Gespräche führen mit vielen Menschen hier, auch versuchen in Erfahrung zu bringen, was die Kathedrale heruntergewirtschaftet hat und wie wir vielleicht dafür sorgen können, dass sie in einen besseren Zustand kommt und dass in dieser Gemeinschaft hier nicht mehr so viel Angst und Gewalt herrschen. Große Aufgaben, denen wir uns in der nächsten Folge stellen werden.